Die Feuerwehr Eichthal wurde gegen 14.30 Uhr in Stadtteil Krötzing zu einem Brand 4 alarmiert. Gemeldet war eine Reihenhaushälfte in Vollbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das untere Erdgeschoss in Vollbrand. Die Feuerwehr hat dann den Löschangriff eingeleitet. Das Feuer hat sich bis ins Dachgeschoss durchgekämpft. Darauf wurde die Brandbekämpfung mit zwei Drehleitern übers Dach eingeleitet, um das Übergreifen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Die Feuerwehr Eichthal ist vor Ort, die Feuerwehr Filderstadt, Esslingen, Nürtingen sind insgesamt mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Besonders schwierig gestaltet sich hier die enge Straßensituation, eine Baustelle, die Anwohner parken natürlich auf der Straße und das Übergreifen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Das haben wir erfolgreich geschafft. Durch den Einsatz der Drehleiter haben wir den Übersprung auf das Dachgeschoss vom Nachbarhaus geschafft. Das Nachbarhaus wurde von uns durch den Einsatz der Drehleiter aus Filderstadt gewährleistet. Genau, es gibt nur leichtere Schäden an den Dachplatten, aber sonst das Feuer hat nicht übergegriffen. Wir machen aktuell noch kleinere Nachlöscharbeiten, suchen weitere Brandherde. Der Strom wird abgeschalten. Der Rettungsdienst wurde heute Mittag hier nach Eichthal-Krötzingen alarmiert. Es war ein gemeldeter Wohnhausbrand. Bereits die ersten Notrufe ließen vermuten, dass es sich um ausgedehnten Brand handelt. Zudem war die Meldung, dass sich eventuell noch zwei Kinder im Gebäude befinden. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes waren die beiden Kinder Gott sei Dank schon aus dem Haus raus und wurden dann vom Rettungsdienst versorgt. Gesamt haben wir hier drei Patienten, die beiden Kinder, die ambulant vor Ort durch den Notarzt behandelt wurden, und den vermeintlichen Hausbesitzer, der mit entsprechenden Verletzungen hier in eine Klinik transportiert wurde. Also wir reden hier jetzt von einem Schwerverletzten, der in die Klinik transportiert wurde, und von zwei leicht verletzten Kindern, die ambulant vor Ort behandelt werden konnten. Also beim Eintreffen ist es so, dass wir zuerst mal nach den beiden Kindern geschaut haben. Das ist dann nicht immer ganz einfach, auch durch viele umstehende Menschen, die Personen zu finden, die im Haus waren. Dann natürlich in Absprache mit der Feuerwehr, dass geschaut wird, ob im Gebäude noch jemand drin ist. Das heißt, man muss auch fragen. Die Bewohner waren dann auch hier sehr schnell vor Ort. So konnten wir uns dann auf unsere Aufgaben außerhalb entsprechend konzentrieren. Also vom Rettungsdienst wird hier alarmiert nach einer Alarm- und Ausrückeordnung. Das heißt, es wurden zwei Notärzte alarmiert, vier Rettungswagen, dann eine Komponente Einsatzleitung, ich als Einsatzleiter sowie unser leitender Notarzt. Und wir haben dann noch von der Bereitschaft des Malteser Hilfsdienstes hier sechs Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort gehabt, die dann auch mit uns gemeinsam den Einsatz abarbeiten. Letztlich geht es auch darum, bei so einem Brand auf die Feuerwehreinsatzkräfte zu achten. Wir haben einen Rettungswagen extra hierfür abgestellt. Und in der Folge geht es noch darum, die Familien zusammenzuführen und eine Unterbringung zu organisieren.